Der in einem Flugzeug aus der Türkei kommend entdeckte Tote war Corona-infiziert und vollständig geimpft. Die Maschine aus Istanbul war am 25. Oktober in Hamburg gelandet. Erst beim Aussteigen der Passagiere wurde der Tote in den Sitzreihen entdeckt. Die Obduktion der Leiche ergab, dass der 51-Jährige aus Schleswig-Holstein mit dem Coronavirus infiziert gewesen war. In einer Stellungnahme von Pegasus Airline heißt es, der Passagier sei vor Abflug kontrolliert worden und sei vollständig geimpft gewesen.